Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal wieder ziemlich kurz und knapp, also quick and dirty quasi. Ein kleiner Tipp, wie eure Fotografie einen Schritt weiterkommen kann, wie ihr mit der Fotografie mal wieder ein bisschen unkonventioneller umgehen könnt, nach dem Intro. Kennt ihr das vielleicht von euch selbst, wenn ihr fotografiert und dann guckt ihr wieder auf den Display und dann fotografiert ihr und ihr schaut wieder auf den Display und ihr fotografiert wieder und ihr schaut ständig aufs Display und kontrolliert sozusagen das Ergebnis nach jeder Aufnahme? Ja, und das führt wozu? Ja, im Grunde genommen zu relativ wenig. Das führt nämlich dazu, dass man so das Hirn ein bisschen abschaltet, weil man verlässt sich ja darauf, dass man sofort sieht, was passiert ist. Der elektronische Sucher kommt noch hinzu, wenn man eine spiegellose Kamera hat. Da sieht man sowieso gleich, was im Sucher passiert oder was in der Kamera passiert. Und wie gesagt, das führt so ein bisschen dazu, dass man das Hirn ausschaltet. Deswegen, kleiner Tipp. Wenn ihr eine Kamera mit einem Klappdisplay habt, dann dreht den doch mal rum. Und macht den zu und schaut nicht ständig auf euer Display. Ihr könnt auch die Vorschau komplett einfach abschalten. Bei spiegellosen Kameras geht das problemlos. Schaltet vielleicht auch mal die Belichtungssimulation ab, sodass ihr wirklich ja einfach nicht das genau seht, was im Sucher passiert, sondern benutzt mal wieder euren Kopf. Überlegt euch das Belichtungsdreieck, Blende, Belichtungszeit, ISO. Wie spielen die Sachen zusammen? Wie beeinflussen sich diese Werte gegenseitig? Und wenn ihr kein Display habt, dann klebt einfach das Display mal zu. Macht es ein bisschen vorsichtig, dass ihr das Zeug dann auch nachher wieder abbekommt, aber klebt es einfach mal zu. Oder wie gesagt, wenn ihr ein Display habt, das ihr klappen könnt, klappt es mal komplett zu. Und verlasst euch mal nicht auf das, was ihr sofort seht, sondern verlasst euch mal auf das, was ihr wisst und was ihr gelernt habt. Können sich einige vielleicht noch an diese Kameras erinnern und sowas hier? Das ist eine Kamera aus den 80er Jahren, ne? Pentax-Spiegelreflexkamera, das ist meine allererste Spiegelreflexkamera, auf der habe ich sozusagen das Fotografieren gelernt. Und was fällt euch auf? Das sieht zwar aus wie ein Display, das ist aber kein Display. Da hat man früher von dem Filmpäckchen, von dem Karton, einfach den Deckel abgerissen und hat es hier oben reingeschoben, damit man wusste, was für ein Film man drin hat. Damals konnte man nämlich nicht sofort sehen, was passiert ist. Das war immer extrem spannend. Man ist erst, hat das fotografiert, hat den Film dann rausgenommen, hat ihn ins Labor gebracht oder im eigenen Labor entwickelt und erst dann gesehen, was man bekommen hat. Da musste man sich vorher sehr, sehr gut überlegen, was man einstellt. Wenn man hier an den ganzen Rädchen, die haben ja auch diverse Rädchen, ne? Belichtungszeit, Blende kann ich natürlich auch einstellen. Die ISO kann man nicht so wirklich einstellen, die ist im Film vorgegeben, aber trotzdem, ich muss einfach mehr darüber nachdenken, was ich in der Kamera mache. Probiert das wirklich mal aus. Klebt mal euren Display ab oder klappt den zu. Schaut mal nicht drauf, nehmt mal die Vorschau raus. Wie auch immer ihr das macht, ist völlig euch überlassen, selbstverständlich. Aber denkt dran, damit ging das früher auch nicht und damit haben wir auch gute Fotos gemacht, weil wir unseren Kopf ein bisschen mehr angestrengt haben. Der Kopf ist viel, viel wichtiger als die Technik in der Kamera. Verlasst euch nicht immer auf die Technik oder nicht ausschließlich auf die Technik, sondern benutzt euren Kopf. Kollege sagt immer, die 30 cm hinter der Kamera machen das Foto. Stopp, werden jetzt alle schreien. Spinnt er jetzt total, verteufelt er jetzt die Technik, will er jetzt keine Technik mehr, will er wieder zurück in die Steinzeit? Nein, selbstverständlich, überhaupt nicht in keinster Weise. Ich finde die Technik super, ich finde die hervorragend und ich möchte sie überhaupt nicht missen in der täglichen Praxis und in der täglichen Arbeit. Elektronische Sucher, Displays, alles super, alles gar keine Frage. Und natürlich bin ich froh, dass ich schnell kontrollieren kann, ob ein Bild was geworden ist oder nicht. Aber manchmal ist es auch ganz hilfreich, mal ein bisschen einen Schritt zurückzugehen, mal ein bisschen innezuhalten und sich einfach mal darauf zu besinnen, was man irgendwie gelernt hat und sich nicht stumpfsinnig immer nur auf die Technik zu verlassen, sondern einfach mal den Kopf mit einzuschalten. Also Kopf benutzen ist vielleicht heutzutage ungewöhnlich, aber funktioniert tatsächlich noch. Dafür habt ihr nämlich, weil immer dran denken. Also denkt daran, beherzigt das, probiert das einfach mal aus. Ihr werdet sehen, ihr werdet völlig anders an die Fotografie rangehen. Das war's für heute. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.